Timo, was? Das ist ein Board. Das ist ein Board mit einem 2011er Chipsatz, ne? Ja. Da passen 64 GB drauf. Das ist schön. Also, wenn du willst und 64 GB RAM, dann kein Problem. Nein, dann bräuchte ich ein Mainboard, wo ich zwei CPUs draufpacken kann. Nein, brauchst du nicht? Na klar, weil Minecraft immer nur auf einem Kern läuft. Hm? Minecraft läuft nur auf einem Kern. Ja, und? Ja, das heißt, ich muss mehrere Server auf diesem PC, also auf diesem Server, packen. Ja. Auf jeden Kern ein Server. Ja. Und irgendwann bringt die Gigabyte, also die RAM-Anzahl, nichts. Ich meine, wenn Minecraft auf einem Kern läuft und du weißt dem da so und so viel Gigabyte Timo. RAM zu. Ha? Ich hab grad einen Häcksler wegfahren sehen. Alter. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Bannin. Ja, ja, so waren eigentlich die Regeln. Man darf nicht bei der neuen Map. Nein, nicht bei der neuen Map. Steig da aus oder du stirbst. Vor allem nicht der Reizer, Timo. Vor allem, wenn Timo betroffen ist, ist wieder klar, Regel. Ich bin gerade so im Trecker, ne, guck so ein bisschen nach rechts, sehe so den Häcksler raus und denke mir so, warte mal, das bist du ausgestiegen, Jan? Nee, warte mal. Jan, eigentlich darfst du das. Okay, wenn der Schaden hat, bezahlst du das. Ja, bezahle, ich hatte nur 11%. Ah, die hat er, glaube ich, schon vorher gehabt, oder? Ja, nein, bezahlst du. Weile. Bezahlst du? Der war, Niklas hat den repariert. Was glaubst du, wie die Kosten draufgegangen ist, du Schlaumeier? Wie sie gleich sagen, der war heile auf jeden Fall. Ja, bezahlst du. Jan wird aus dem Projekt von den Zuschauern gewählt, habe ich gehört. Nico, wir haben ein kleines Problem. Das wäre? Und das wäre? Ich hänge mit dem Häcksler an der Ecke fest. Und bist du zu inkompetent zum Scheißen, kann das sein? Wo man eigentlich nicht festhängen könnte. Was ist ein Quellkuchen? Niklas, besorg mal bitte. Besorg mal den Häcksler bitte wieder. Jan, steig aus. Was so witzig ist. Warte mal. Ich habe mir gerade so überlegt. Nico, warte mal. Jede längere Sekunde bringt dich immer mehr um. Ich kenne dich vom Testbahn. Jo. Wird der auch. Dann wird hier aber fleißig rumgewandt, oder? Dann band ich hier alle aus Rage-Mode. Ich bin immer weil es sagt eigentlich eine Regel, dass man. Das war's. Fahrzeuge, wenn sie nicht gesichert sind, einfach klauen kann, weil du. Nein, du sollst ihn da stehen lassen. Niklas fährt den zurück. Ich fahre ihn zurück. Nicht abgeschlossen. Wann und hast sie dann weggeklaut? Ja, stimmt. Du hast unseren auch das damals. Das war ja bei dem alten Projekt. Jetzt ist Ausnahmezustand, das ist weil die anderen noch auch noch keine Projekt. Fahrzeuge haben. Das ist das gleiche Projekt, das ist nur eine andere Map. Gleiche Fahrzeuge, gleiches Kontostand, gleiches Projekt, gleiche nicht Regel. Gleiche Fahrzeuge. Timo. Hm? Ich habe mir gerade so vom bildlichen Auge vorgestellt. Jan hängt auf der Ecke, Nico kommt angerast, schießt dir voll da runter, beide sind frei, er will reparieren, 50% Schaden, 200.000 Kosten. Vor allem der Häcksler ist ziemlich teuer, ne? Das ist ja, deswegen teuer, ja. Schaden. Bei 50%, wenn das Niklas, 200.000. Kannst du den jetzt mal wieder bitte besorgen, den Häcksler? Der steht bei euch da, wo er wieder vorher stand. 50% 200.000, wie kommst du denn darauf? Niklas, guck mal, ob die Fahrzeuge drumherum auch Häcksler Schaden kostet 400.000. Ja, aber das ist doch dann nicht die Hälfte vom Kaufpreis. Bei 50% Schaden zahlst du die Hälfte vom Kaufpreis. Lol. Dann hat Nils mich voll angelogen, weil sein Unimog kostet auch irgendwas mit 40.000 und der hatte 100% und hat keine 40.000 bezahlt. Jan? Ja. Ich komm schon mit dem Werkstattwagen. Was hast du gemacht? Denn der hat doch nur 11,15. Hä? 15% auf dem Häcksler, 21% auf dem Ding vorne. Auf dem, ja, wie auf gesagt, Nähwerk. Ich hing da. Ey, steig mal bitte aus, Niklas. Und dann noch falsch geparkt. Oh, Alter, scheiß auf falsch parken. Ich guck in dem. Du, wenn du jetzt hierher fährst und du reparierst gleich und sagst dann irgendeine Zahl, dann bist du sowas von draußen. Ich guck vorher drin, Jan, ich guck vorher, was da für eine Zahl drin ist. Jan? Ja? Du weißt, dass du allein jetzt so 50.000 bezahlen musst, um den Häcksler zu reparieren? Der Häcksler war heile. Das Mähwerk. Ich gebe zu, das Mähwerk hatte 11% Schaden. Ja, aber bis halt das trotzdem. Heile. So, was? Nicht reparieren, nicht reparieren. Ja, ich repariere nicht. Aussteigen, Niklas, guckt die Zahl. Ich guck aus. Warte. Wenn er repariert. Ich repariere nicht. Ich möchte auch, bevor ihr repariert, die Zahl gerne sehen. Reparieren nicht. Ich habe mir den Preis gemerkt. Seht ihr raus? Und? 10.000. 10.500. Die zahlst du. 10.000. 10.000. Kriegt ihr ja nicht. Das war ein teurer Ritt. Ein teurer Ritt. Egal. Jetzt hast du schon wieder privatisiert. Ja, 10.000 jetzt bitte. Ja, Mensch. Aber die kriegen die nicht. Nee, die zahlst du.
Ja, die kriegen wir nicht. Doch, die kriegen wir, wenn wir nicht reparieren, ne? Nein. Scheißdreck. Nein, lass mal. Die bezahlen. Ey, das ist unnötig. Dann muss ich ja, nur 2000 Mal hin und her schreiben. War ein Spaß. Die waren treu, bezahlen das jetzt, ne? Einfach und dann ist gut. Wer wispert da schon wieder? Oh Gott. Bist du ein Behinderter? Da ist das scheiße, ne? Die Maus ein bisschen zu schnell bewegt, schon bis auf meiner Monitor. Niklas, warum hast du denn nicht aufgepasst? Ich hab das doch extra gesagt. Hab ich auch nicht gehört. Nee, aber ich dachte so, scheiße, überleg mal, die switchen jetzt durch und fragen sich, wo der Häcksler ist. Aber ich hab's schon einfach gemacht. Ne, ich war grad so, guckst du. Ja, aber musst du auch nicht wieder machen. Ey, Timo. Doch, kannst du gerne wieder machen, dann reparierst du nochmal. Ne, der hat Timo, ich hatte gerade so eine schräge Ansicht, ne? Ja, ich war gerade so im Trecker drin. Schneidewehr. Ja. Eigentlich kriegen wir noch Geld wieder. Guckst du schräg aufs Feld drauf und hast so ungefähr so am Bildschirmrand auf die Straße und sie einfach nur noch wie so klein so ein Häcksler abbiegt und wegfährt. Und dachte mir so, Niklas. Nee, ich dachte mir gerade einfach so, warte mal, Timo ist da und Häcksler weiter weg. Das stimmt da nicht. Eine halbe Stunde später. Oh, der Häcksler wird geklaut. Die ganze Zeit hin und her. Ey, das war da so ein, Timo, da fährt gerade irgendwie ein Häcksler weg. Und Timo direkt irgendwann, und wer sitzt da drin? Ich bring euch eine um. Ja. Da überlege ich mir noch was. Sei froh, dass Timo nicht mehr Admin ist, Jan. Ja, sei froh, dass ich nicht der Admin von dem Server hier bin. Aber ich bin der Admin von ein paar anderen Servern, also das lässt sich schon regeln. Minecraft selber, ach, tschüss. Ja, es war ein Spaß. Du hast früher und dann wolltest du auch klauen. Riechst du schon? Nein, ich war gerade die Kipper. Aber den habe ich nicht kaputt gemacht. Ja, das war auch nicht mit Absicht, dass ich die Kurve da so irgendwie. Da bin ich sofort rausgegangen, da habe ich ihn sofort zurückgefahren, als die Kurve das gesagt hat. Ja, ich habe den ja zurückgefahren. Ja, das ist so nach fünfmal sagen oder so. Das einzige Problem ist nur. Rundumleuchter an. Jan. Ja. Das einzige Problem ist nur dieser feine Unterschied zwischen 30.000 und 400.000. Ja, das ist. Kleiner Unterschied, ne? Das ist ein witziger Unterschied. Zum Glück war der so teuer, da musst du da nochmal blechen. Das sind schon 10.000, die tun bestimmt weh. Ja, wir mussten ja schon 5.000. Wir haben immer noch fast 200.000. Ja, waren jetzt aber 15.000 mit der 5.000 am Feld noch, also. Ich habe jetzt 8.000 im Drescher drin, Niklas. Obwohl, eigentlich dürfte man uns ja gar nicht 10.000 Prozent sind das ungefähr 50. Hatte das ja. Oder 50. Nicht 11, sondern 11. Wie viel Prozent? Immer ein bisschen Gummi hier 55 vor ungefähr. 8.000 im Tank und 55%. Willst du mich kurz vorbeilassen? Nein, 4.000, also 4.000 Liter im Tank. Aber Raps kostet, ist 2. Hol den also anderen Drescher. Ach, ist das Raps? Der ist schon da. Ja. Gut. Ja, sieht auf im More Realistic anders aus, ne? Komplett anders. Das ist wirklich Raps. Ja. 108 gehört uns auch. Mir, ja. Das ist ganz schön groß und das ist Gerste, sehr gut. Naja, eigentlich bräuchte man noch mehr, ne? Weißt du, wenn das ganze Feld gleich erstmal gegärt ist, warte, ich guck mal eben nach. Lass mich ran, ich fahr gerade die ganze Zeit falsch, oder? Laut Nikos Regel kostet ein Liter Raps, also bringt ein Liter Raps 2000 und alles andere ein Liter. Nicht ein Liter, aber 1000. 1000 Liter bringt 2000 Euro, also Raps und alles andere bringt also 1000 pro 1000 Liter. Also gegärt ist jetzt so 21%. Oh, cool, das ist auch gut. Machen wir heute noch Cash, du. Ja. Nico, können wir die Zeit ein bisschen schneller machen? Ist auf 60. Standard. Ja, mach mal schneller, wir brauchen die auch schneller. Achso, dann mach mal schneller. Standard. Ne? Mach 120. Ja, wir hatten gesagt, wenn alle schneller ist wollen, auf mach mal schneller. Ja, aber wir haben gesagt Standard 60, aber je nach Bedarf. Standard 60, genau. Und wenn je nach Bedarf, desto mehr. Standard 60. Okay, dann lassen wir das für immer auf 60. Wir müssen das ja eigentlich nie. Weil Preise haben wir jetzt komplett geregelt, ne? Wir wissen, wie viel ein Baumstamm kostet, wie viel das kostet. Nur wie viel ein Anhänger Silage kostet, wissen wir noch nicht. Ja, das kann ich dann. Was machen wir ausrechnen? Pro Tonne Silage? Nee, das machen wir nicht, das kriegen wir. Wie viel wir halt kriegen, Niklas. Gut, machen wir. Auf Mittel wird das ein bisschen weniger sein. Ja, wir rechnen, wir sagen dann einmal, wir gucken dann einmal, wie viel denn eine Schippe bringt. Also, und dann rechnen wir bei im Rot auf eine Tonne. Wenn es zu wenig ist, dann müssen wir, also es muss mehr als Raps sein, auf jeden Fall.